Okay, das klappt also nicht. Ich wollte die Fracht jetzt einfach auf meinem Fahrhaus deponieren und weiterfahren. Ja, das sieht sehr schön aus. Das hätte ich auch im Real so gemacht. Ja, versuchen wir es doch mal. Dein Ernst? Ja, klar. Was kann schon schief gehen? Mein Lebensmotto. Okay, da hänge ich also wohl. Das ist nicht so optimal. Das klippt jetzt keiner. Ich wünschte mir, es würde wieder klippen. Es ist... Ich schreibe ja auch die Stelle für sie selber auf. So, Kranmodus. Dann drehen wir das Ding mal wieder in Position. Für dich mache ich das auch. Schön vorsichtig. Da, passt. Wackelt und fällt fast nicht runter. Hab's da mal geklickt. Ich danke dir. Ja, ein megalotes Satium, das war super hart. Nur noch wenige Sekunden. Warte mal, kann man gucken, ob ich schon annehmen kann, die Ware? Müsstest du eigentlich. Weil wenn die jetzt nicht drauf lag, dann hat sich die Toleranz des Spiels stark geändert. So, setz mich kurz zurück. Dann hast du mal eine Spielzahl und Platz. Ich hab's mal gepostet. Ich danke dir. Warentransport im Level Pro. So. Ich hätte gerne... Warum setzt du den zurück? Weil ich werde dich doch gleich wieder brauchen. Ja, aber ich habe ihn jetzt einfach mal ein paar Meter zurückgesetzt. Achso, zurückgefahren, nicht zurückgesetzt. Genau. Okay. So. Alles andere hätte ich jetzt für sehr leichtsinnig empfunden. Bevor ich es vergesse, poste ich den Tipp dann auch direkt mal bei dir auf den Discord. Hättest jetzt natürlich eigentlich mich mitsamt dem Container weggepackt nehmen und so komplett immer alle Missionen mit mir zu Ende fahren. Wir wären immer zusammen. Das ist ja fast romantisch. Ja. Soll ich schieben? Bin ich dir etwa zu langsam? Ist das die nette Art von dir, mir zu sagen, nö, Alter, mach Gang hier. Ich hab mir nicht gesagt, dass du fett bist. Dann hätte ich dich auch direkt vom Hang runtergeschubst. Was hast du da gerade für einen Sprung hinter mir gemacht? Ich bin eigentlich angedotzt. Sah lustig aus. Bei mir kamst du so aus nichts mit Anlauf und... Mein Lasker wechseln hier. Das ist etwas differenzial notwendig. Und fährst du da noch mit Schneeketten? Quatsch. Das sind Gebirgsketten. Ach so. Ja, jetzt macht das Sinn. So wie ich die ganze Zeit auch die letzten Sessions immer mit Schneeketten rumgefahren bin. Das sind Gebirgsketten. Hör doch auf, die Leute auf falsche Ideen zu bringen. Oh, ich habe die ganze Zeit den Hänger hochgehoben. Ich glaube, es ist viel Zeit für gleichzeitig für Vanille-Eis mit Apfelmus. Ach, ich habe das Apfelmus immer noch nicht aufgemacht, aber dafür das Vanille-Eis aufgebraucht. Schlimm.
So ein dicker Koloss und kommt nicht aus der Hüfte, ey. Na gut, die Ware ist auch übergroß. Ne? Ja, ja. Die Ware ist sehr fett. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ware. Was haben Sie gerade über mich gesagt? Nichts. Du bist wohl zu laut, zu lauwarm gebrüht, Herr T. Bei dem Wetter, ja. Jetzt bin ich aber hier im offenen Part. Kannst du dich wieder zu deiner Mission rüber schildigen? Okay. Ich bin optimistisch. Ich wollte das Fahrzeug gerade hier stehen lassen und dachte mir, hier ist nicht so viel Batscharbeit. Ich kipp gerade um, auch schön. Wo wieder umkippt. Wo, nein. Schub doch mich um. Okay, ich berg mich mal weg. Es ist. Ich wollte gerade sagen, wo wieder müde. Windepunkt UTW Plotsch. Oh, alle müde, alle schlafen, das ist sowas von. Ich habe in meiner Perspektive nur oben deinen Kranarm gesehen und dann plötzlich sah ich dich so näher kommen. Das ist meine Art von Romantik. Ja, ich merke das schon. Ein sehr kuscheliger Typ. Ja. Ich meine, ich habe versucht, den Kranarm um dich zu schlingen, damit du nicht weg kannst. Oder so. Lass es mich noch mal so sagen. Hilfe? Oh, gutes Knuddel. Das ist schön. Da wäre ich vorsichtig, ich würde die bloß auskitzeln oder sowas. Ich habe. Meinst du das? Gutes würde sowas tun? So was ganz Gemeines? Ich glaube, egal was ich jetzt sage, die Antwort könnte gegen mich verwendet werden. Yep, und wird es wahrscheinlich dann auch. Das wird sie. Also mache ich mal etwas, was mir überhaupt nicht liegt. Ich halt einfach mal die Klappe. Wer bist du? Was hast du mit dem 79er gemacht? Niemals. Der 79er lügt. What? So, mal schöne schwarze Rauchschwaden in die Natur pusten. Das ist gut. Nur damit die Natur weiß, wo, wer hier der Boss ist. Ich möchte da einen großen Otter-Philosophen zitieren, das muss so. Genau. Wir wissen, Otter haben häufig recht. Ich hätte jetzt bei der Inner gesagt, aber in dem Moment taucht der Otter auf und verwendet diese Information dagegen. Wollte ich gerade sagen, und klippt sich das und dann hält er das ewig vor. Ich muss hier gar nicht lang, weil das ist gar kein Weg, aber da drüben ist der Weg, wo ich hin muss. Na gut, dann fahre ich ja gerade. Oder noch gemeiner, irgendjemand anders kippt's und gibt's den Otter dann. Nein. Egal was ich für Mist baue,
LKW, du darfst nicht umfallen. Ich hier ist gleich eine Anhängerwerkstatt, dann kann ich den Anhänger noch verkaufen, bevor ich... Alternativ kann auch ich gerne Anhänger für dich kaufen, wenn du irgendwelche Probleme hast. Naja, ich hab mir ja jetzt, ich will ihn ja loswerden wieder. Ja. Ja, es ging ja. Also, das scheint zu laufen. Also, wie gesagt, DSL ist ja da. Das Problem ist, mein DSL-Upload ist nur bei 2000. Yeah. Für Stream brauche ich 4. Mhm. Und mit dem LTE zusammen komme ich auf 14 oder so, oder 16 sogar. Und deswegen kann ich eigentlich nur streamen, weil ich halt das LTE dabei habe. Ja, und das LTE ist gerade im Moment weg. Mhm. Glücklicherweise gut, dass wir keinen Ego-Shooter oder so spielen. Dann gibt es wahrscheinlich eine Latenz von Hey, wir haben gewonnen. Was? Ich habe noch nicht mal angefangen. Na, wie gesagt, mein DSL ist ja prinzipiell relativ schnell und gut. Aber es fehlt halt, das ist ja so, ich habe ja dieses Dual-Dings mit diesem blöden Speedboard, was das mischt. Ja, aber ein 2000er ist trotzdem kein gutes DSL. Nee, das ist der Upload. Der Download ist, der ist irgendwo bei 30.000, 40.000. Ja gut, damit müsste eigentlich auch ein Stream möglich sein. Ja, nur das Upload braucht ja. Mein Stream 4.000 Kilobits. Ja, das macht auch wieder Sinn, ja. Das Ding ist erledigt. Devil-Stämme. Betonplatte ist doch auch so ein Zweifacher, ne? Yep. Ne, da fahre ich zweimal. Was willst du denn machen? Die Aufgabe, die ich gerade mache, weitermachen. Aber ganz ehrlich... die muss runter auch zu dem Pier, wo ich jetzt eben war. Hm. Und da fährst du nicht mit einem Anhänger und dann vorher noch in die Steingrube. Ich glaube, das ist nicht so zielführend. Ja, vor allen Dingen, es muss zwei Betonplatten, ja. Und nur übergroße Fracht, glaube ich. Die übergroße Fracht habe ich doch gerade gemacht. Achso, okay, die hast du schon. Ja. Na gut, das war das, was wir eben gerade... Ja, weil hier steht noch eine Aufgabe drin, aber ich habe es nicht verfolgt, deswegen. Genau. Die habe ich eben abgegeben, die ist schon mal durch. Dann hole ich mir jetzt die Betonplatte, dann muss ich ja hier oben nur durchs Portal huschen. Da muss ich dann wieder Dings holen. Ah, ist ja doof. Ach nee, warte mal, das Portal geht nach... Doch, nach Steinbruch. Alles gut. Ja. So, eine Alternative kriege ich irgendwie diesen Hänger hier. Dessen Reifen schon. Ach, egal. Sonst wo hängen. Das ist wegen der besseren Aerodynamik. Die Reifen hängen nämlich in der Platte des Hängers. Ja. Also, Du hast es jetzt letztens mit meiner Achse gesehen, vor 14 Tagen oder so. War super. Aber wenn ich ihn kurz einwinde, dann springt er direkt hoch. Die haben die Physik vom Construction Simulator 2015 übernommen. Mal sehen, ob ich den Hänger umgedreht bekomme. Nee. Okay, ich kriege aber auch die Fracht nicht weg, solange ich den Hänger nicht angekettet habe. Jetzt irgendwelche Sachen gedrückt, das wird mir der Kalender angegangen, auch schön. Auch sehr schön. Schnäuzchen. Naja, das hatte sie sich ja nun jetzt verdient. Ihre Pöbelei. Aber ist dir das aufgefallen? Nein. Tageslicht. Ja, stimmt. Und nicht mal Regen. Irgendwas ist da falsch. So, ich möchte entweder hier den Hänger umgekippt kriegen oder
Warum willst du ihn umkippen? Dann kann ich die Fracht entfernen. Oder ihn rausgezogen bekommen. Ach, den kriegst du doch raus. Guck mal, wie schön der dir zuwinkt. Ja, das ist... Ich hoffe, du winkst auch mal zurück oder hupst wenigstens mal. Das sah schon sehr niedlich aus. Ja. Das Problem ist, ich krieg den hier einfach nicht raus. Hast du mal einen anderen Windepunkt probiert? Der steckt so tief im Schlamm drin. Und rückwärts rausziehen ging auch nicht? Dass du das mal hochziehst und dann oben wendest? Ich kann's mal versuchen. Ja, hier ist so eine Stelle, wo ein bisschen weniger Schlamm ist. Genau. Ich bin ja von der Klugscheißer GmbH. Wir haben immer die besten Tipps. Ja, siehst du, funktioniert super. Hm? Hättest vielleicht auch mal einen LKW nehmen sollen, der mal 2 PS hat oder so. Ja, den habe ich ja mit dem Dings hier irgendwie hingeschafft, von daher... Den hast du da verframst. Ja. Gut, mit dem kann ich dann sage ich nichts mehr. Zack, weg. So. Nein, nichts in der Groß. Das ist Steinbruch. Dann versuchen wir es mal mit dem Azov, wobei ich glaube, ich habe es auch mal mit dem Azov schon mal versucht gehabt. Und das war ähnlich erfolgreich. Dann könntest du noch mit deinem Kran-Buddy da losfahren. Der ist schwächer. Der Azov ist ja tatsächlich nicht der stärkste, was ich kann. Er könnte den Hänger auf sein Dach stellen und losfahren. Dafür muss ich ja. Na gut, ja. Ich hätte ihn dafür die Fracht lösen müssen, dann ging es. Das andere Problem ist, mit dem Azov brauche ich nicht hinfahren, weil ich gerade die Überlänge da Ding habe. Mhm. Also, du kannst ihn gar nicht anhängen. Richtig. Hier unten ist noch eine Aufgabe, freche Jugend. Ich bin auf jeden Fall erstmal im Steinbruch. Da hätten wir noch verloren im Wald. Achso, betanke den dann. Die Sperrinspektion, prüfe den Ostturm. Das ist doch eine schöne Sache für dich. Zum Südturm diesen Dings transportieren. Ja, ich glaube, das machen wir. Dann kann ich gar nicht machen. Kann man direkt vergessen. Das da waren nur noch Stämme. Den kann ich gerade nicht. Da haben wir die Triangulation, die Datensicherung. Einen Service-Anhänger nach Riss transportieren. Das macht dann auch Sinn, von da hinten zu fahren. Dann fahre ich jetzt, glaube ich, zu dir und hole mir noch eine Betonplatte. Das ist cool. Alternativ würde ich ihn jetzt zurücksetzen und würde die Sensoren triangulieren, wo ich auch sehr viel Lust drauf habe. Na, da war eine Aufgabe, da brauchtest du nur einen Scout, also da brauchtest du nicht dieses Bi-Bi-Bi-Bi. Die habe ich. Du musstest nur auf so einen Berg hochfahren, so eine Sensorenaufgabe. Okay. Da war aber das Ziel auch markiert, also du musstest nicht Bi-Bi-Bi-Bi-Bi. Okay, das weiß ich jetzt gerade. Was ist jetzt los? Warum bleibst du jetzt mitten auf der Straße? Betäubt. Also, was? Hast du nachgeteilt? Ja. Hast du es mal versucht, ihn aus und wieder einzuschalten?